dieser gesamte Prozess jetzt, der kann jetzt eigentlich gar nicht besser laufen so. Natürlich gibt es gewisse Hürden, die sich auftun im Zuge von so einer Woche, aber es ist alles sehr kohärent. Trainingstechnisch passt es auch ganz gut. Jetzt im Hinblick auf die letzten Einheiten war eigentlich jede Einheit performancetechnisch sehr, 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 sehr produktiv. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube. Hoffe, euch geht's allen gut. Wir starten jetzt in den Tag. Wir sind 3 Tage out von der ANBF. Das ANBF-Video werdet ihr wahrscheinlich schon vor diesem Video gesehen haben. Okay, deswegen schaut unbedingt vorbei, schaut euch das Video an, lasst einen Kommentar da. Ihr dürft niemals vergessen, dass euch diese Kommentare 5 Sekunden kosten, aber diesem Kanal hier so viel bringen. Dementsprechend unbedingt kommentieren. Gut, wir starten jetzt hier in den Tag rein, beziehungsweise sind eigentlich schon in den Tag reingestartet. Wir machen uns jetzt hier mal ein Käppchen. Käppchen. There we go. Parallel dazu gibt es Whey Drip, so wie die Jugend von heute so schön sagt. Whey Drip, zu meinen Zeiten hatten wir es noch Whey Sludge genannt oder Whey Paste oder irgend sowas. Ja. Fürs Meal 1. Heute im Geschmack hier White Chocolate Pistachio. Und wer den letzten Showday-Vlog gesehen hat, der weiß, was das hier für ein Löffel ist. Schon sehr, 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 sehr geil. Die Melli hat gesagt, der ist ein bisschen schwer. Ja, der ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und es gibt jetzt hier in meiner neuen Progress-Schüssel ein Progressive Breakfast. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt zuallererst mal hier diesen Whey Drip drüber. Eieieiei, was passiert hier eigentlich? Ich habe tatsächlich heute einen neuen Rekord geknackt. Und zwar habe ich innerhalb von 10 Sekunden 15 neue WhatsApp-Chats gehabt. 15 neue WhatsApp-Chats innerhalb von 10 Sekunden. War ziemlich, ziemlich spannend, aber das ist so. 8 Leute dieses Wochenende on stage, plus die normalen Check-ins, die halt reinkommen. Wir haben jetzt hier Meal Nummer 1. Ganze schaut jetzt so aus hier. Wir haben hier Porridge oder Oats mit veganem Proteinpulver, mit Whey drüber, Himbeeren, Coffee und das gibt es jetzt als Meal 1 und dann geht es weiter an die Arbeit und wir sehen und hören uns dann später wieder. Das ist jetzt hier schon reichlich vorgekocht. Uiuiuiuiui. Wow. Wir haben hier unten einmal Chicken drin, auch wenn man es jetzt gerade nicht sehen kann. Hier oben Zucchini. Das gibt es jetzt hier als nächstes Meal, beziehungsweise als Meal Prep hier. Mit Potatoes aus der Mikrowelle. Gehen immer aus der Mikrowelle. Einfach easy peasy. 3-4 Minuten rein, dann sind wir da. Jetzt hier als Pre-Workout-Meal tatsächlich. Genau. Eher unübliche Pre-Workout-Mahlzeit, möge man meinen. Aber das gibt es jetzt und danach geht es auf den Weg ins Training. Wir haben jetzt 11.30 Uhr roundabout. Heute gemäß der Peak Week wieder, wie gesagt, einiges zu tun. Allerdings sehr, sehr joyful. Joyful, genauso wie das nächste Meal jetzt. Natürlich gibt es auch noch ein paar Fette in Form von dunkler Schokolade, um Verdauung zu verlangsamen und für einen Pump. Dunkle Schokolade für einen Pump in Kombination mit Crank Pump Pro, massiv underrated. Was du vielleicht nur noch machen könntest, wäre, dass du noch einen kleinen Schritt nach hinten gehst, von der Vorlage etc. passt perfekt, aber dass du noch einen kleinen Schritt nach hinten gehst und schaust, dass sich diese kleinen Kugeln, die vorne an dem Kabelturm dran sind, nicht berühren, weil das so ein bisschen störend ist, meiner Meinung nach. Ja? Aber ansonsten gefällt es mir wirklich sehr, 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 sehr gut. So, jetzt mal hier ganz kurz noch Pre-Workout zippen und noch ein paar Nachrichten beantworten und dann gehen wir es an.
ist jetzt hier Crank Pump Pro mit Crank Ultimate gemischt. Ist eine gute Mischung. Gute Mischung. So, zwischen den ganzen Peak-Check-Ins jetzt ganz kurz die Info an euch an dieser Stelle, dass Joe und ich im letzten Update auch nochmal das Volumen in den jeweiligen Sessions angehoben haben. Und deswegen will ich euch in diesem Video jetzt auch mal ganz kurz hier aufzeigen, wann so Volumenserhöhungen über den Verlauf eines Mesos oder auch vom Meso zum Meso Sinn machen können. Zuallererst gibt es allerdings hier einen Satzil Cablefly. There we go. Restpausesatz für 5 tiefe Atemzüge. Also bei Cablefies suche ich immer in die hinterste Position reinzugehen, dort etwas Armbeugung zu erlauben, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, um einfach hier gute Spannung auf der Brust zu haben und nach vorne hin die Arme durchzustrecken, den Oberarm so richtig fest in die Brustmuskulatur reinzudrücken, weil am Ende des Tages findet hier eine Adduktion vom Oberarm im Schultergelenk statt, ja. Wild. Hallo. Wild. Stabil. The front double bicep. Okay. Also ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die meisten Leute viel zu viel machen. Das Ganze kommt ja immer wieder raus, wenn ich eure Trainingspläne analysiere. Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Es gibt allerdings schon Fälle, wo man sagen kann, dass etwas mehr vielleicht mehr bringt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich komplett overrecovered war. Overrecovered in dem Sinne, als dass ich meine 4-Tages-Rotation in einem Rad hätte durchtrainieren können ohne Rest-Day, weil ich mir einfach die ganze Zeit relativ fresh gefühlt habe, was einerseits gut ist, weil eh so viele andere Stressoren da sind in Bezug auf die Wettkampfsaison. Andererseits aber Raum lässt dafür, dass man hier und da eventuell so einen Satz mehr einbauen könnte. Und das haben wir jetzt gemacht. Allerdings nur bei Übungen, die sehr wenig Ermüdung akkumulieren, wie jetzt beispielsweise Trizepsstrecken und Seitheben. Also alles andere ist bis dato jetzt eigentlich gleich geblieben, aber bei Übungen, die wenig Ermüdung anhäufen und wenig Zeiteffizienz kosten auch, weil wir haben eigentlich nur einen Minisatz bei Rest-Pause-Sätzen hinzugefügt, bietet es sich an, das Volumen zu erhöhen. Ja.
Natürlich muss es immer streng unter Beobachtung stehen, was jetzt Regenerationskapazitäten betrifft, weil mehr ist nur dann mehr, wenn ihr es auch regenerieren könnt auf einer lokalen Ebene und auf einer systemischen Ebene und Progression, also den Fortschritt über mehrere Wochen, genau im Auge behält. Ja? Sonst macht es keinen Sinn. Dementsprechend aufpassen, aber man kann es, wie gesagt, schon mal ausprobieren. Ja, so viel jetzt dazu. Volumenserhöhung für mich tatsächlich. Machen jetzt hier als nächstes Curls. Normalerweise wäre die Gym 80 Preacher gecurlt gewesen, Programm gewesen. Machen hier Curls an der Hamstring MTS, Full Stack, was das Zeug hält, draufheizen. Dann schauen wir mal hier. Ja, let's go. Arbeitspause. Let's get into a front position. Was hast du denn eingewogen jetzt? 55,1 mit Bikini. Passt. Gut. Quarter turn. Lass mich mehr raus. Ja, there we go. Quarter turn.
Kannst du ein bisschen mehr Chest abmachen? Ja. Quarter Turn. Dreh den Oberkörper ein bisschen weg von mir. Ja. So. Da ist schon Latt her. Ja. Latt. Boom. So. Ja. Quarter Turn. Front Pose. Front Pose, Arms Overhead. Side Pose of Choice. Ja, Mitte tight. Back Pose, Arms Overhead. Ja. Du hast den rechten Hamstring noch ein bisschen Druck. Ja. Side Pose of Choice. Ja. Rechts noch ein bisschen mehr Latt. Ja. Front Pose. Stehst nur mal so. Jetzt machen wir noch Side Chest. Front Pose. Jetzt musst du halt ein bisschen so diesen Sack embracen. Ich meine, jetzt sind halt jetzt nochmal diese 3 Wochen-ish. Danach müssen wir die, also einerseits schnell ins Leben wieder zurückholen, damit halt wieder leistungsfähig bist da im Alltag. Aber trotzdem einen smoothen Reverse hinlegen, damit wir es uns für die frühe Saison nicht extraordinär schwer machen. Ja, dass man mit einem ähnlichen Stage Rate wie das letzte Mal rechnen, nur halt mit adäquaten Conditioning dann halt. Und man darf nicht vergessen, wir werden sicherlich auch noch ein bisschen Muskulatur aufbauen in der Phase dazwischen. How's it going? Good. Very good. Schön zu sehen. Hallo. Hi. Wie läuft's? Ja, alles gut. Ja. Vielen Dank. Alles gut. Cool. We done. So, jetzt noch kurz. Bitte? Yes. Viel Spaß. Gib Gas, pass auf dich auf, verwirklich deine Träume, greif noch auf die Sterne. Bleib nicht, wie du bist, entwickle die Weiche, Stillstand ist der Tod. Du schreibst Kommentare. Vielen lieben Dank. Elena, Liebe geht raus an dich. Wir werden dein Instagram-Handle links neben deinen Kopf einblenden. Muss hinzeigen. Hinzeigen. Ja, genau. Genau da. Alle folgen. Gut, und jetzt gibt es hier Formcheck mit Sandro.
ganz kurz das Resümee vielleicht noch, was sagen wir zur Form jetzt? So, also Form ist für wirklich, also ich war selbst überrascht, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Für dieses Bodyweight ist Conditioning wild. Und es kommt immer mehr, du bist so richtig prall, schön rund, schon gut. Also bin sehr happy. Ja, bin sehr happy. Das ist wirklich gut. Als Co-Coach als, von Joe vor Ort. Ja, genau. Also Grüße gehen raus an Joe. Ja. Dann wurde jetzt mein Ansprechpartner dann in meiner Prep nächstes Jahr. Nächstes Jahr, sonst übernächstes Jahr. Ja, dann auch hier sein Instagram-Handline. Sandro, super Online-Coach für alle Naturalsportler und Sportlerinnen, ja. Und einer meiner engsten Freunde und jetzt auch Co-Coach vom Joe anscheinend. Okay. In diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr mit dabei wart. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, schaut von Sandro vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Peace! Appreciate it. Next time. Thank you.